diese Existenz und Anwesenheit eines so nahen und doch so unerreichbar fernen Begleitschweifkörpers ist ein merkwürdiges Phänomen. Die dunkle Seite lässt sich nie in die Karten schauen, aber ohne ihn würde die Erde ganz anders noch herumeiern, genauso merkwürdig wie das Bewusstseinsphänomen. Diese Merkwürdigkeit der irreduzibelsten Sicherheit, dass dieses, das sich gerade denkt, nicht weiter in Frage gestellt werden soll, dass es den Kern meiner Selbstvorstellung ausmacht, wenn auch das Existenzurteil Descartes falsch ist, dass er daraus schließt, es ist nur die Tautologie, dass dieses Wahrnehmen und das Reflektieren auf diese Selbstwahrnehmung das sicherste und erste und unreduzierbarste darstellt, von dem alles ausgeht, ausgehen muss. Aber bildet es die Wirklichkeit wirklich ab, so wie das Wahrgenommene sich zeigt? Oder erzeugt es dieses wirklich Wahrgenommene oder dieses Wahrgenommene als Wirkliches erst solipsistischerweise? Oder wird es von woanders woher bebildert, so wie man von anderswoher gesprochen wird und einem die Begriffe des Nietzsche eingeblasen werden? Aber lassen wir es dahingestellt sein, das bemerkenswerteste Phänomen zumindest ist dieses Bewusstsein einer Struktur, die auf sich selbst zurückschauen kann, so als ob es Chamäleon-Augen hätte, die sich Stielaugen hätten, die sich drehten und sich selber anblickten. Im Anblicken erblickt werden, im sich sehen, sehen machen, im Spiegel seiner selbst mit den entsprechenden optischen Verzerrungsgesetzen. Aber sei es drum. Alle Welterklärung muss ausgehen davon, woher kommt dieses Bewusstsein, was ist das, was bildet das ab, wozu, weshalb seine Entstehungsgeschichte. Und die erste ist dann immer die, dass es im Moment des Proton-Pseudos entsteht. Und in dem Moment, in dem ein Wahrnehmendes, ein sogenannter Geist, der sich in diesem Wahrnehmungsprozess dann als unterschieden, als abgespalten von seinem Körper wahrnimmt, den er ja auch wahrnehmen kann, mit diesen Augen als Ding, einerseits außerhalb, siehe zum Beispiel Hände, als auch innerhalb dieses Projektionswahrnehmungsraums. Also dass im Moment des Aufklaffens, des Oho, dieses Wahrnehmende, das mir so vorkommt, als ob es ich sei, ist ja wirklich da, und auch das, was es wahrnimmt, scheint da zu sein.
mit der Konsequenz, dass dann die Erinnerung wiederkehrt an das Proton Pseudos, in dem zuerst ontogenetisch dieses erste Aufklaffen entstand. Doch das ist eine andere Geschichte eines nächsten Videos. Und dass dieses die Wiederholung eines phylogenetischen Aufklaffensmoment eines anderen Proton-Pseudos ist. Eines Arche-Proton-Pseudos im afanesischen Methym. Das ist dann wiederum ein anderes Video. Und dass dies dann dieser ganze Vorgang, der nur beim Schizospaltwesen, diese ganze Spiegelreflexions-Pseudomaschinerie erschafft, weil im Wahrnehmen seiner selbst Pseudo deshalb, weil im Wahrnehmen seiner selbst es so sehr erschrickt vor der Existenz, dass es sich sofort gleichzeitig wieder verunwirklicht, nachdem er sich zuerst aufgerichtet und erwirklicht, wirklich gemacht hat. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Das geht dann auf das vierte Video, worauf dieser ganze Vorgang insgesamt zurückzuführen ist. Qua Abkoppelung der Begehrensmaschine als Gegenkompensation eines phylogalaktischen Unfalls. Jetzt ist der Mond hier immer noch nicht untergegangen, aber die Sonne auf dieser Anhöhe auch noch nicht aufgegangen. Die Sonne-Schattengrenze kommt gerade näher. Die Sonne wird hier noch weiter oben über dem Bourbaki-Hügel aufgehen, auf dem die alten Mykener ihre Korpusse verscharrt haben in bombastischen Tholos-Gräbern. Ob heute ein schöner Tag wird, wissen wir nicht. Wahrscheinlich wird er eher wieder zu warm. Aber ein einzigartiger Tag, das wissen wir oder fühlen wir mit Sicherheit. Ja, wo laufen Sie denn? Ja, wo laufen Sie denn hin und her? Ja, es kann sich nur noch um Sekunden bis Minuten handeln. Aber wie sagt Lacan, meine Verlobte kommt nie zu spät. Denn wenn sie zu spät kommt, ist sie nicht mehr meine Verlobte. Sagt Zizek, dass Lacan das sagt.